weil das alles so ein bisschen gelähmt ist. Und das habe ich damals einmal im Jahr gemacht. Das ist stabil. Wenn die Fresse so ein bisschen so wie hängt, so größer ist, dann zieht das alles so nach oben. Nur, du musst aufpassen, weil ich habe das bei einem Arzt gemacht, wo ich richtig so cool mit ihm bin. Und natürlich hat er mir das dann doller und mehr gemacht, ne? Weil das ist auch relativ teuer. Ich glaube, so eine Partie kostet 500 Euro oder so. Deshalb guck vielleicht, ob du jemanden kennst, der sich mit sowas auskennt, der dir das so ein bisschen günstiger macht, damit du mehr Impulse hast oder stärkere Impulse, so dann, damit das ordentlich knallt. Fadenlift ist auch immer eigentlich okay. Kann man machen. Aber dass die Fäden halt richtig ist, dass sie so ein bisschen her, also dass sie so greifen richtig. Weil ganz viele machen auch dieses PDO-Lifting und dann sind das so, dieses PDO bringt gar nichts, außer dass es Vernarbung unter deiner Haut macht. Ich schreibe das nochmal rein, wie das heißt. Das, was ich meinte, heißt Sonokuin Hifu. Und das ist halt nicht invasiv, ne? Also da, keine Nadeln, keine Stiche, nichts. Danke. Hier habe ich untergeschrieben, Vaneska. Könnt ihr mal googeln. Das habe ich gemacht. Aber Fäden kann man auch machen. Ja, habe ich auch gemacht. Aber mach keine PDO-Fäden. So, was haben wir noch für Beauties? Ich erzähle euch jetzt alles. No, I don't model. I'm cleaning woman. Danke. 2 Uhr, jetzt Düsseldorf, HB, Hauptbahnhof, Eilversammlung, alle kommen. Ah, okay, krass. Läuft das in Düsseldorf so ab, dass sich alle an einem Bahnhof versammeln? Weil in Berlin gibt es mehrere Bahnhöfe. Empfehle ich BBL? Ja, definitiv. Ich finde, BBL ist die beste OP, die man jemals machen kann. Nur, wie jede OP, sollte man sich das bei einem renommierten Arzt machen. Nicht irgendwo, wenn ich keine Türkin bin und kein Türkisch rede, fahre ich nicht in die Türkei. Und wenn ich keine Iranerin bin, fahre ich auch nicht nach Iran und mache mir da irgendwelche OPs und rede mit dem Arzt. Ah, please make me pretty. Und versteht ihr? Das muss ein vernünftiger Austausch sein, ne? Mit Kommunikation. Dankeschön. Jede Stadt hat nur einen Hauptbahnhof. Nehmen krasse Tipps, wie man feine Haare am Körper wegbekommt. Ja, Laser hilft nicht, bei mir auch nicht. Das Einzige, was hier übrig bleibt, würde ich abreißen. Weil was anderes geht ja nicht. Ich reiß mir die auch immer raus. Und meine Cousine, die macht sich das bei den Achseln, die hat nur noch 3 Haare oder so auf jeder Seite. Also irgendwann gehen die Haare dann einfach weg. Bist du mit deiner Ja, ich war bei Dr. Roth in Düsseldorf und ich kann euch zeigen, also das Geilste bei BBL ist nicht nur, dass ihr, also die meisten Frauen haben hier so ein Loch. Und ich habe nur dieses Loch ausfüllen lassen. Ich habe nicht diese Hüfte, weil das sieht komisch aus. Deswegen macht euch das bei einem Arzt, der so ein bisschen auch guten Geschmack hat und nicht bei irgendeinem AD, wo der selber schon aussieht wie ein Clown. Also, so wie die Leute, die euch operieren, aussehen, genauso werdet ihr auch aussehen. Also wenn ihr einen Typen habt, der schon so eine Fresse hat, Alter, dann lasst euch bloß nicht bei ihm operieren. So, Carlos, was geht? Also, pass auf. Und das Geilste an dieser Dings ist, dass du halt hier mehr hast, ne? Also, wenn ich es noch vorne, hier. Und parallel dazu ist hier weniger. Und das ist eigentlich das Allergeilste, weil du würdest niemals dieses Fett hier wegbekommen. Du brauchst 5% Körperfett, damit du so einen flachen Bauch hast. Und deswegen ist es einfach voll geil, wenn du das abgesaugt hast. Dann hat es so einen Doppeleffekt. Ich habe das bei Dr. Roth gemacht. Ich schreibe dir jetzt auch einen Kommentar. Also Dr. Roth Düsseldorf. So, habe reingeschrieben. Wie viel kostet er? Ja, das musst du gucken, weil ich habe das 2015 oder 2016 gemacht. Und deshalb hat sich jetzt wahrscheinlich auch alles geändert. Geht das bei Männern auf? Also bei Männern sammelt sich das Fett genetisch sehr oft unter der Bauchdecke. Deswegen kriegen Männer auch diesen Bierbauch und Frauen nicht. Und unter der Bauchdecke kannst du das Fett nicht absaugen. Alles nur drumherum, je nachdem, wie deine Genetik ist. Ich kann nicht sagen, wie viel ich bezahle, Leute, weil über Geld spricht man nicht. Aber ich hatte keine Kooperation oder irgendwas. Alles, was ich an mir habe machen lassen, da habe ich mir meinen Arzt selber ausgesucht. Ich habe mit mehreren Ärzten geredet. Ich habe mir Vor- und Nachher-Ergebnisse in echt zeigen lassen. Ich habe wirklich so, man muss bei sowas wirklich recherchieren. Nicht einfach, Jasmin sagt, da ist geil, okay, Jasmin hat gesagt, also ich gehe dahin. Irgendwer bei Insta schreibt, der Arzt ist gut. Nehmt euch auch nicht, pass auf.
Nächste Sache. Egal was ist, Leute, ne? Guck mal, nimmt niemals, niemals einen Arzt, der sich auf Instagram oder TikTok bewirbt. Jetzt erkläre ich euch warum. Wenn du ein Mensch bist, der ein guter Arbeiter ist, also wie dieser Arzt, weil kein anderer kann ja das, was er macht, ne? Also ist er einmalig und er hat auch nur 24 Stunden Zeit am Tag. Also, wie viel Werbung braucht dieser Typ dann? Wenn das ein renommierter Arzt ist, dann hat er genau so viel Nachfrage wie auch Angebot. Sprich, er kann vielleicht ein, zwei Leute am Tag operieren und sein Kalender ist voll bis nächstes Jahr. Wenn euch Leute, und dafür braucht er auch keine Werbung, weil das ist Mund-zu-Mund-Propaganda, versteht ihr? Ärzte, die auf Instagram Werbung machen, Instagram ist eine Fake-App. Da wird alles gefaked mit Photoshop. Dafür ist die App bekannt. Und deshalb ist es so, versteht ihr, wenn einer das bei Insta bewirbt, dann ist es doch irgendwie gefaked. Und zweitens ist es dann ganz oft so, dass diese Leute sehr viele Menschen aufnehmen wollen. Sprich, die nehmen, jeder, der alle anruft, kriegt einen Termin. Und wenn du operiert wirst, gehst du in die Narkose und jemand anders operiert dich. Und der Arzt ist so, es gibt 5 OPs. Und da macht ein Team was, da macht ein Team und der Arzt läuft dann die ganze Zeit nur rum und guckt nur, ob alles okay ist. Versteht ihr? Das will ich auf gar keinen Fall. So, wenn ihr bei diesem Arzt dann bei ihm und ihr habt mit ihm geredet und seine Hand geschüttelt und er ist verantwortlich für eure Gesundheit und nicht irgendwelche Leute, die euch im Halbkoma operieren. Danke. Ach so, ich habe in meine Lippen mache ich in Berlin bei Mediskin Berlin. Guck auf mein Insta, da ist alles. Also guck mal, bei diesen Unterspritzungen, die dauern 10 Minuten und so, das ist was anderes. Aber ein Arzt, der wirklich Schönheits-OPs macht, die mehrere Stunden brauchen, der hat gar nicht so viel Kapazität, versteht ihr? Er kann nur so und so viel machen. Deswegen ist es ja so schwer, zu einem guten Arzt zu kommen, weil der immer full ist. So, das habe ich mir... 2 Frauen starben bei Dr. Roth? Nein, 2 Frauen starben bei Dr. Samari. Und jetzt hör auf... Bitte hier Fake News zu verbreiten, Clara. Das ist strafbar, was du gerade machst. Also, bei Dr. Roth ist noch niemand gestorben. Der hat irgendwie diese OP 3 Jahre lang in Brasilien gelernt. Das ist ein richtiger Deutscher. Und wenn ihr zu ihm sagt, ich will das, dann sagt er, nein, ich mach dir das nicht. Weil das ist risikohaft. Versteht ihr? Risikobelastet. Also, bei Dr. Samari, irgendeinem Penner, der ohne Arztzulassung über einem Dönerladen ohne Amnesie, wie heißt das nicht Amnesie, sondern Anästhesie, hier, ohne, wie heißt das nochmal? Mann, ihr wisst doch schon. Jedenfalls ohne, dass in irgendeinem Dämmerschlaf operiert hat, Leute, mit Döner, genau, ohne Narkose, mit Dönerfleischgeruch, versteht ihr? Ja. Deshalb, bei solchen Ärzten, sorry, ich will jetzt, guck mal, da bin ich auch so, ich supporte absolut nicht diese Sylt-Leute, aber wenn es um OPs und meinen Körper geht, dann bin ich sowas von Sylt. Ich lasse doch nicht irgendwelche Leute an meinen Körper ran, die, guck mal, wenn ein Arzt gut ist, dann, genauso wie wir und viele andere auch, gehen in ein anderes Land, um mehr Geld zu verdienen. Also wenn der Arzt wirklich tippitoppi ist, warum ist er dann immer noch in Polen? Warum operiert er nicht in Deutschland für 5-mal so viel? Weil er doch nicht so gut ist. Versteht ihr? Das ist alles Gelaber. So. Vielen Dank für eure Komplimente, Leute.